Beim Rückblick auf das Jahr 2017 in der Elbestadt dürfen die Stadtwerke Wittenberge nicht fehlen. Denn der kommunale Energieversorger hat gerade in den vergangenen Monaten mit vielen tollen Aktionen maßgeblich zum Leben in der Elbestadt beigetragen. Hier noch einmal der Rückblick. Der Wittenberger Wasserturm ist als Wahrzeichen der Stadt und imposantes Bauwerk an sich schon ein Hingucker. Vom 20. bis 27. März 2017 galt das noch einmal mehr und vor allem in der Nacht. Denn zum Internationalen Tag des Wassers hatten die Stadtwerke Wittenberge die Idee, das bekannte Bauwerk der Elbestadt einmal besonders in Szene zu setzen. Ein farbenfrohes Lichtspiel verwandelte den Wasserturm innerhalb einer Woche und zu den Abend- und Nachtstunden in einen fast märchenhaften Hingucker der Silhouette von Wittenberge. Sehen lassen konnte sich 2017 auch die neue Internetseite der Stadtwerke Wittenberge. Im Mai präsentierte sich der kommunale Energieversorger mit neuem Design und neuer Seite im World Wide Web. In Zusammenarbeit der Stadtwerke, der Werbeagentur Create in Print und der Berliner Agentur Equit ist ein komplett überarbeiteter Online-Auftritt entstanden. www.stadtwerke-wittenberge.de überzeugt mit neuem Design, einfacher Bedienbarkeit und einem problemlosen Aufruf der Seite mit allen gängigen Geräten. Ebenfalls 2017 hatten die Mitarbeiter der Stadtwerke Wittenberge die Idee, ihren Betriebsgebäuden in Wittenberge einen neuen und farbenfrohen Anstrich zu verpassen. Bereits 2016 hatte der Graffiti-Künstler Matthias Philipp zusammen mit Schülern des Kunstkurses des Marie-Curie-Gymnasiums die Fassade des kommunalen Energieversorgers neu gestaltet. Am 10. Juli und anderthalb Wochen vor den Sommerferien bekamen 22 Schüler und Schülerinnen des Kunstkurses von Katrin Lockenwitz Besuch von Matthias Philipp. Zunächst gab der erfahrene Graffiti-Künstler eine kurze theoretische und praktische Einführung. Anschließend ging es für die 10. und 11. Klässler noch am selben Tag zum Wittenberger Karlplatz. Das dortige Betriebsgebäude sah bis dato noch wenig ansehnlich aus. Das sollte sich innerhalb einer Woche ändern. Nicht nur der Karlplatz kann sich jetzt wieder sehen lassen, auch viele weitere Betriebsgebäude der Stadtwerke Wittenberge bekamen einen neuen Anstrich. Hier noch einmal ein paar Beispiele. Die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberge kommt eigentlich nur in Notfällen zum Einsatz. Eine Ausnahme machten die Kameraden am 17. August 2017. Der kommunale Energieversorger wollte mit seiner neuen Kampagne Wir in Wittenberge wirklich alle Elbestädter erreichen, nicht nur am Rathaus, sondern auch am Speicher der Elbuferpromenade. Was es mit Wir in Wittenberge auf sich hat, verrieten die Stadtwerke Wittenberge zusammen mit Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann und der Berliner Strategieagentur Equit einen Tag später im Rathaus der Elbestadt. Unter dem neuen Internetauftritt www.wir-in-wittenberge.de können Wittenberger und natürlich auch Kunden der Stadtwerke seitdem soziale Projekte der Elbestadt unterstützen. Individuell und unkompliziert. Überzeugt von der neuen Idee war auch Wittenberges Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann. Er gab am 18. August sozusagen den Startschuss mit einer monatlichen Spende für die Jahnschule in Wittenberge. Ein Highlight war 2017 das mittlerweile 27. Stadt- und Hafenfest. Auch die Stadtwerke Wittenberge beteiligten sich an dem tollen Wochenende. Eigens für das Event hatte das Team eine 10 Meter hohe Rutsch- und Hüpfburg organisiert und die erfreute sich bei den jungen Besuchern großer Beliebtheit. Auch das Kundenbüro der Stadtwerke war zum Stadt- und Hafenfest ein Publikumsmagnet. Hier fertigte Giraud, zehnfacher Weltrekordhalter im Schnellzeichnen, Karikaturen der Besucher an. Am Abend erwartete die Gäste am Nedwighafen Stargast Luna und das traditionelle Feuerwerk. Einen kleinen, aber umso wichtigeren Beitrag zum umweltschonenden Personenverkehr leisteten die Stadtwerke Wittenberge am 24. August. An diesem Tag wurde auf dem Platz hinter dem Kulturhaus die erste Elektrotankstelle der Elbestadt feierlich eingeweiht. Erster Nutznießer der neuen E-Tankstelle ist die Stadtverwaltung von Wittenberge. Zu ihrer Fahrzeugflotte gehört auch dieser E-Golf, der zur feierlichen Einweihung gleich einmal betankt wurde. Damit sind wir am Ende unseres Jahresrückblicks der Stadtwerke Wittenberge angelangt. Das letzte Wort hat Geschäftsführerin Eveline Geißler. Ich bedanke mich bei allen Kunden für die konstruktive Zusammenarbeit, wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.